ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Guten Abend und willkommen bei den Tagesthemen. Eigentlich alles super, sollte man meinen. Regieren mit absoluter Mehrheit, letzte Umfragen glänzend, also alles super, wäre da nicht das beeindruckende Talent zum Schuss ins eigene Knie. Die CSU kann sich eigentlich nur selbst übertreffen und das ist ja rechtzeitig vor dem heutigen Parteitag mit der Aufforderung an Zuwanderer, auch zu Hause gefälligst Deutsch zu sprechen, nachhaltig gelungen. Inzwischen heißt es, man möchte nur noch dazu motivieren. Soll heißen, der politische Fettnapf ist wieder leer und der Parteitag in Nürnberg kann in aller Ruhe seinen Lauf nehmen. Hoher Besuch war heute sowieso angesagt, nämlich die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ihre Rede bei der CSU ist immer auch ein Gradmesser für die Qualität der Beziehungen zwischen den beiden Unionsparteien. Oliver Köhr. Ein großes Pult für den Horst, ein kleines Pult für die Angela. So kann man das Verhältnis der CSU zur großen Schwester auch beschreiben. Selbst mit dem Namen des Gastes nehmen sie es hier nicht so genau. Mit großer Freude begrüßen wir die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Angela Merkel. Aber das ist natürlich nur ein Versprecher. CDU und CSU, da passt nichts dazwischen. Es gibt keinen Dissens. Das möchte ich noch mal festhalten. Auch keinen vermuteten, keinen versteckten, keinen offenen. Wir stimmen überein. Wie man an der Reaktion der Kanzlerin ja sieht. Auf jeden Fall lobt Merkel minutenlang die CSU für gute Wirtschaftspolitik, für gute Finanzpolitik. Und nur für den Fall, dass es irgendeiner im Saal noch nicht begriffen haben sollte, die Pkw-Maut wird nächste Woche beschlossen. Sie können zufrieden sein, Horst Seehofer hat gesagt, ich soll es hier noch mal sagen, 17. Dezember, Kabinett, 9.30 Uhr, eine gute Chance für die Maut. Den jüngsten Diskussionsbeitrag der CSU kommentiert Merkel allerdings nicht. Die Forderung, Migrantenfamilien sollten auch zu Hause Deutsch sprechen. Dafür wundert sich der bayerische Fraktionschef lautstark über den Gegenwind. Und deshalb, meine Damen und Herren, war die Diskussion der letzten Tage für mich unverständlich. Wir müssen natürlich die Menschen motivieren, in allen Lebensbereichen Deutsch zu sprechen. So heftig die Debatte um den CSU-Vorschlag voriges Wochenende war, so schnell ist die Sache hier abgehakt. Zu der umstrittenen Passage gibt es genau eine Wortmeldung. Dann wird der Antrag einstimmig angenommen. Der CSU-Chef sieht die ganze Aufregung ohnehin als ein großes Missverständnis. Es war nie anders gemeint, als es jetzt formuliert ist. Ich kenne niemanden in der CSU, der überlegt oder auch nur in Erwägung gezogen hätte, dass in einer Familie oder für das Leben in einer Familie jetzt Vorschriften erlassen werden sollen und Kontrollen. Davon kriegt Angela Merkel übrigens schon nichts mehr mit. Zum Abschied gibt ihr die CSU einen Korb. Und damit das bloß niemand symbolisch auf das Verhältnis der beiden Parteien umdeutet, überreicht das Nürnberger Christkind das Geschenk. Wenn einem das Geld durch die Finger rennt, Logo, das merkt man natürlich. Der normale Lohnempfänger spürt ziemlich genau, wenn ihm die kalte Progression das wieder wegnimmt, was er als Lohnerhöhung obendrauf bekommen hat. Und eben deshalb wollen nach langer Diskussion beide Unionsparteien die kalte Progression abschaffen. Die CSU macht es noch ein bisschen dringender. Aber folgende Frage, kann man abschaffen, abschaffen kann man logischerweise nur etwas, was da ist. Kann man also nicht abschaffen. Es ist nämlich nicht da. Bundesfinanzminister Schäuble von der CDU, den die Abschaffung im Haushalt aber etwas kosten würde, hat nun gesagt, die kalte Progression ist derzeit so wenig da, dass sie eigentlich gar nicht da ist. Marion von Haaren. Er hatte den Stein ins Rollen gebracht, SPD-Vizekanzler Gabriel. Schluss mit der kalten Progression, mehr Steuergerechtigkeit hatte er im Sommer gefordert und trieb damit die Union vor sich her. Aus Sorge, Wählerpotenzial zu vergraulen, fasste die CDU Anfang der Woche dann diesen Beschluss. Dass wir noch in dieser Wahlperiode zu einer Entlastung der Menschen in Sachen kalte Progression kommen. Merkwürdig. 4 Tage später veröffentlicht Finanzminister Schäuble eine Studie und die kommt zu dem Schluss, kalte Progression, die gibt es derzeit nicht. Was denn nun? Bei der SPD selbst hält man den CDU-Beschluss inzwischen für einen Popanz. Ich habe den Eindruck, dass der CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble sehr genau wusste, dass
die Belastung der Steuerzahler durch die kalte Progression sehr gering ist. Und jetzt zeigt sich, es gibt gar kein richtiges Problem. Offenbar wissen viele nicht, was das ist, kalte Progression. Das Kalt an der Progression heißt, wenn ein Arbeitnehmer mit einer Lohnerhöhung in eine höhere Steuerstufe rückt und zusätzlich hohe Inflation sein Nettoeinkommen drückt, dann hat er am Ende fast nichts von seinem höheren Lohn. Nun gibt es fast keine Inflation. Die Preise sind schon länger stabil, dank des niedrigen Ölpreises. Und es sieht auch nicht danach aus, dass sich das rasch ändert. Wozu also bekämpfen, was es in Wahrheit gar nicht gibt? Was sagt der CSU-Chef zu den neuen Erkenntnissen? Das beeinträchtigt meinen Zustand überhaupt nicht. Bleibt die Position vielleicht? Auch nicht die Position. Das bleibt dabei? Das bleibt dabei und es wird auch kommen. Bombensicher. Bombensicher, davon ist der CSU-Chef überzeugt und nicht nur er. Das denken viele. Am meisten profitieren tatsächlich untere Einkommensgruppen und mittlere Einkommensgruppen. Und deswegen wäre der Abbau der kalten Progression im Kontext von Mindestlohn auch ein richtiger Schritt, weil eben niedrige Einkommensgruppen extrem profitieren würden. Aber eben nur, wenn die Preise steigen. Das weiß gewiss auch Wirtschaftsminister Gabriel. Der wollte dazu übrigens heute nichts sagen. Immer mehr Ausländer und islamfeindliche Hetze. Davor haben zum Abschluss ihrer Herbsttagung heute die Innenminister von Bund und Ländern gewarnt. Man spüre schon, dass das gesellschaftliche Klima in Deutschland rauer werde, sagte Bundesinnenminister de Maizière. In der vergangenen Nacht brannten in Bayern Flüchtlingsunterkünfte. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer. Im fränkischen Forra setzten Unbekannte drei Häuser in Brand, in denen ab Februar Flüchtlinge untergebracht werden sollten. Da die Häuser noch leer standen, wurde niemand verletzt. Die Polizei vermutet einen rechtsextremen Hintergrund, der Staatsschutz ermittelt. 300 Menschen kommen am Abend zu einer Mahnwache zusammen. Sie sind bestürzt über den Brandanschlag auf das Asylbewerberheim in Forra. In der vergangenen Nacht legten vermutlich rechtsextreme Täter Feuer in dem ehemaligen Gasthaus, in das im Februar 80 Flüchtlinge hätten einziehen sollen. Deutschlandweit reicht die Empörung über den Anschlag. Wir haben es hier damit zu tun, dass Gebäude vorbereitet werden sollten für die Aufnahme von Menschen, die unserer Hilfe bedürfen. Und dass schon solche Vorbereitungen solche möglicherweise hasserfüllten Taten hervorrufen, wir wissen es ja noch nicht genau, da können wir nur mit aller Entschlossenheit der anständigen Menschen reagieren. Dass es ein vorsätzlicher Anschlag war, steht fest. Es wurden Spuren von Brandbeschleunigern gefunden. Wenn Asylbewerberheime geschändet werden, wenn Menschen versuchen, radikale Sprüche zu machen, jeder, der zu uns kommt, hat ein Recht darauf, anständig behandelt zu werden. Zur Aufklärung des Brandanschlags in Forra wurde eine Sonderkommission eingerichtet. Der Sachschaden beläuft sich auf 700.000 Euro. Der neue Hauptstadtflughafen soll im Herbst 2017 eröffnet werden, etwa 6 Jahre nach dem ursprünglich geplanten Termin. Dieses Ziel nannte der BER-Aufsichtsrat nach seiner heutigen Tagung. Am Kostenrahmen von 5,4 Milliarden Euro solle vorerst nicht gerüttelt werden. Thema bei dem Treffen war auch eine mögliche Erweiterung um ein weiteres Terminal. Aufsichtsratschef Medorn hatte davor gewarnt, dass die bislang geplante Kapazität für das zu erwartende Passagieraufkommen nicht ausreiche. Die Opposition ist vorerst damit gescheitert, eine Anhörung des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Snowden in Deutschland durchzusetzen. Eine Klage von Linken und Grünen wies das Bundesverfassungsgericht aus formalen Gründen ab. Möglich sei aber noch der Gang zum Bundesgerichtshof. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages will Snowden zur NSA-Affäre vernehmen. Der lehnt es allerdings ab, an seinem Aufenthaltsort in Russland oder per Videoschalte befragt zu werden. Der Luftraum über der britischen Hauptstadt London ist heute zeitweise gesperrt worden. Grund war nach Angaben der britischen Luftfahrtbehörde ein Computerfehler in einem Kontrollzentrum. Viele Flüge wurden gestrichen oder starteten verspätet. Allein am größten europäischen Flughafen Heathrow fielen 50 Verbindungen aus. Experten erwarten, dass es noch am Wochenende zu Verzögerungen kommen kann. Immer wenn es um die Rettung des Weltklimas geht, herrscht zwischen vielen Ländern auf der Erde schlechtes Klima. Und nicht anders ist es jetzt erneut bei der Klimakonferenz in Lima, obwohl in immer mehr Gebieten auf dem ganzen Planeten Stürme, Mensch und Natur immer heftiger durcheinanderwirbeln, Gletscher schmelzen oder Böden ausdorren.
Um wie viel Prozent die Staaten den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren sollen, darauf konnte man sich bislang nicht einigen. Und selbst der Protest gegen diese Politik ging schief, weil sich die Profis unter den Protestierern ausgerechnet eine peruanische Kultstätte für ihre Mahnung an die Welt ausgesucht hatten. Michael Stocks. Spektakulär wollte Greenpeace zu mehr Klimaschutz aufrufen und Aufmerksamkeit erlangen. Das haben die Umweltschützer auch geschafft, aber anders als gedacht. Denn ausgerechnet auf dem Gelände des streng geschützten Weltkulturerbes der berühmten Nazca-Linien ist Greenpeace rumgetrampelt. Das hat für ziemlich schlechte Stimmung am Konferenzort gesorgt. Das ist mangelnder Respekt für unser Kulturerbe und die peruanischen Gesetze. Neben den Schritten, die nun unsere Kultur- und Justizministerien einleiten, hoffe ich, dass sich die Organisation wenigstens entschuldigen wird. Das hat Greenpeace auch getan. Vom Tisch ist die Sache allerdings nicht. Zündstoff auch beim Entwurf für ein neues Klimaabkommen. Bislang keine Einigung der 195 Länder, trotz des Zuspruchs für die deutsche Energiewende. Kein Konsens bei der Lastenverteilung im Kampf gegen die Erderwärmung. Es geht zum Beispiel darum, dass wir festlegen, dass jedes einzelne Land seinen Beitrag zu leisten hat und bis wann dieser Beitrag kommen soll und wie der denn auch dann messbar wird. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir hin auf dem Weg zum nächsten Jahr brauchen. Im Kampf gegen den Klimawandel sieht US-Außenminister Kerry alle in der Pflicht. Lima ohne vorzeigbares Ergebnis wäre eine Katastrophe. Wenn wir hier versagen, sollen zukünftige Generationen denjenigen, die diesen Moment ignorieren, nicht vergeben. Suche nach Lösungen, damit es doch noch was wird mit der Vorlage eines Klimaschutzabkommens für Paris im nächsten Jahr. Doch viele Umweltaktivisten wie Greenpeace sind ernüchtert. Es sieht nicht so aus, als würden es die Länder schaffen, sich auf vergleichbare Verpflichtungen zu einigen und auch darauf zu einigen, mehr vor 2020 zu tun, also bevor der neue Klimavertrag in Kraft tritt. Die Konferenz geht in die Verlängerung, die Erderwärmung weiter. Die Rechnung dafür wird immer höher. Nun kann man spekulieren, aber irgendwie scheint es doch zum Thema zu passen, dass der Winter 2014 sich jedenfalls bislang nicht gerade wie ein Winter benimmt. Frage natürlich, wird sich denn das am Wochenende wenigstens irgendwo in Deutschland ändern, Sven Plöger? Ja, Thomas, ein bisschen und vorübergehend. Gerade die Mittelgebirge kriegen ein paar Schneeflocken und man muss natürlich, was Wetter und Klima immer angeht, ganz stark aufpassen, was ein einzelner Winter macht. Ist möglicherweise etwas ganz anderes als das langfristige Klima, wo man das Wetter über 30 Jahre und um den ganzen Globus rummittelt. Jetzt gucken wir mal auf den 15-Tage-Trend, denn jetzt kann ich mich ja langsam fast nicht mehr verstecken hinter der Aussage, man weiß noch gar nicht, wie es Richtung Weihnachten aussieht. Wir sind jetzt doch mittlerweile ziemlich dicht dran und hier am Trend, wir haben den Weihnachtsbaum dahin gemalt, ganz am Ende ist die Feiertagsphase jetzt mit drauf und das ist der Trend für Frankfurt am Main. Ich gehe zur Seite, dann können Sie die Skala sehen, immer alles so zwischen 4 und 8 Grad und nach derzeitigem Stand wird das wohl so bleiben und was das für weiße Weihnachten bedeutet, muss ich niemandem erklären. 100% sicher ist das alles noch nicht. In den nächsten Tagen werden wir das natürlich immer wieder weiterverfolgen hier, aber im Moment spricht eben vieles dagegen, dass es richtig kalt wird. Wir gucken mal weiter, blicken auf den Radarfilm, hätte ich fast gesagt, das ist ein Bild. Ziemlich aktuell, von einigen Minuten her ist es gemacht und Sie sehen die Front, wie sie diagonal über Deutschland liegt. Davor auf der Südhälfte, hier kommt noch mal Warmluft rein, dahinter deutlich kältere Luft. In der Nacht wird es so sein, dass es in den Teilen, wo die Front unterwegs ist, zum Teil kräftig regnet. Dahinter gibt es Schauer, vielleicht sogar einzelne Gewitter, davor ist alles ruhig im Süden. Die Frühtemperaturen meistens so zwischen 0 und 7 Grad, der morgige Vormittag. Die Front kommt hier weiter in die Mittelgebirge voran. Schneefallgrenze sinkt allmählich bis 600 Meter, nachmittags auf 300, 400 Meter. Auch im Flachland sind ein paar nasse Schneeflocken möglich. Nördlich und südlich davon ist es ein bisschen ruhiger mit nur einzelnen Schauern. Die Temperaturen im Süden 9 bis 13 Grad, ganz im Norden 7, wo die Front ist 0 bis 4, der Wind im Norden noch ziemlich frisch, aber das Sturmtief ist weg. Der Sonntag im Süden regnerisch, sonst ganz gut, Montag insgesamt wechselhafter. Thomas, also am dritten Advent kann man vielerorts zumindest mal fleißig über die Weihnachtsmärkte schlendern. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht und im Übrigen warte ich natürlich auf weitere Untersuchungen zum Thema weiße Weihnachten. Die kommen. Wunderschön, vielen Dank Sven Plöger. Meine Damen und Herren, das war's von uns, von den Tagesthemen. Das Nachtmagazin mit Thorsten Schröder meldet sich um 0.55 Uhr und wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht.